Ahnung. Alles, was im Video gesagt wird, ist in keinster Weise ernst gemeint. Dieses Video ist eine Parodie auf andere YouTuber. Also nehmt das Video bitte nicht zu ernst. Ey Leute, was geht? Hans-Lukas LP ist hier und so. Und jetzt nehmt erstmal eure Melonen in die Hand, weil dann seid ihr voll korrekt und so. Ja, heute habe ich mich mal wieder dazu entschieden, ein weiteres Schlampen-Commentary zu machen. Aber diesmal nicht alleine. Ich habe hier neben mir den 1000-Kirtop sitzen. Hallo Leute, wie geht es euch? Ja, Hans-Lukas LP und ich haben nicht mehr so viel Streit, also haben wir uns einfach mal gedacht, machen wir zusammen ein Schlampen-Commentary. Von meiner Seite aus, es freut mich wirklich mega, dass ich hier mitmachen darf, Hans-Lukas LP. Danke für diese Chance. Ja, ist kein Problem, Digga. Also, du darfst nur nichts Falsches sagen, weil du weißt ja, manchmal rast du voll schnell aus und also, wenn du keine Schelle verpasst kriegen möchtest, dann halt dich bitte zurück, okay? Ja, alles klar, Hans-Lukas LP. Ich respektiere dich. Du bist ein richtiger Baba. Ja, natürlich bin ich der übelst krasse Baba, aber genug von mir, erzähl doch mal eine deiner grandiosen Schlampen-Stories, weil du hast da ja auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt und ja, wir Männer haben es nicht leicht, ne? Ja, also ich habe auch sehr viel Erfahrung mit Schlampen gemacht und ich war mal auf einer Party, da hat mich dann so ein Mädel angesprochen, das war ungefähr so in meinem Alter, 20 bis 21 Jahre alt und ja, sie hat mich gefragt, ob wir was trinken wollen und alles. Und ich habe so gesagt, ja, kein Problem, wir können gerne was zusammen trinken und so. Und ja, dann haben wir was getrunken und ja, sie hat ein bisschen zu viel getrunken und ich habe auch ein bisschen zu viel getrunken. Und dann habe ich ihr erstmal erzählt, wie man ein Let's Drunk macht. Ja, also das Thema muss ich jetzt nicht weiter ausweiten. ja, dann sind wir halt zu ihr gefahren und ja, dann haben wir Monopoly gespielt. Ja, und am nächsten Tag kam dann ihr Freund nach Hause. Oha, Digga! Und das war ziemlich heftig, weil sie sagte so zu mir, hey, ich kenne den nicht mal. Der hat mich abgefüllt und dann hat er mich hier gebumst und so. also, und ich dann so, ey, nein, hallo, wir haben uns so kennengelernt und wir haben ganz normal getrunken und uns voll gut verstanden. Aber also sie wollte sich rausreden und wollte mich so als den Übeltäter hinstellen, also als wollte mich so hinstellen, dass ich sie abgefüllt habe, um sie nur ins Bett zu kriegen und so. Und ihr Freund dann so, ey, was für eine Scheiße, ey, alles abgefuckt, du Fotzenalde. Der ist voll ausgerastet, hat den Schrank zerstört und so eine Scheiße, Alter. Ich habe erstmal meine Rolle, habe ich eingefahren, dann bin ich erstmal raus, Alter. Ey, der ist mir noch mit einem Baseballschläger, ist er mir noch hinterhergelaufen, ey. Ich habe noch versucht, während ich gerannt bin, ihm so zu erklären, so wie das alles war, ne? Aber er so, ey, Alter, denkst du, meine Schlampe lügt mich an oder so, oder was, ey? Alter, der ist voll ausgerastet, ey. Das ist einer meiner Stories, die ich so erlebt habe. Oh, Digga, ich sag dir, ey, wir haben es so schwer. Also, es ist richtig schwierig, die Richtige zu finden, weißt du? Es ist einfach zu schwierig, die Richtige für das Leben zu finden. Und das ist richtig traurig, weißt du, dass es nur noch so Assi-Frauen gibt. Weißt du, wir Männer, wir sind immer korrekt, weißt du. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich die Argumente anderer YouTuber richtig gut finde. Wie zum Beispiel, Schlampen sind Schlampen, weil die schlampig sind. Also immer mit so Jogginghose und ihrem dicken Smartphone sitzen dann immer vorm Hartz-IV-Amt und wollen dann erstmal hier für ihre 5 Blagen, die sie sich angebumst haben, Kindergeld und so eine Scheiße, weißt du? Ey, wir Männer, wir haben es so schwer, ne? Ey, tut mir einen Gefallen, Leute, und fick ja nicht ohne Jummi. Das hat Assi-Toni auch schon gesagt und es ist traurig, aber es ist wahr. Assi-Toni sagt die Wahrheit, Digga. Also, es ist wirklich, wie gesagt, wie du schon sagtest, Lukas, es ist traurig. Ich habe auch schon ein bisschen mit meinem Leben abgeschlossen, dass ich wahrscheinlich nicht mal die Richtige finden werde. Ich meine, fürs Bumsen und so gibt es ja genug Frauen, aber ich möchte auch mal eine finden, mit der man länger etwas machen kann, ne? Also, mit der du glücklich wirst fürs Leben. Ja, Digga, ich weiß, was du meinst, ey. Ich bin auch voll scheiße, Mann, ne? Fuck, das ist scheiße. Ey, Michelle, du Schlampe, wenn du das Video siehst, ne? Ey, wenn ich dich irgendwann mal in der L sehe, ich schlitz dich auf, Alter. Ich schramm dir das Messer in die Kehle, du verdammte Schlampe, ey. Meine Fresse, ey, alles Schlampen.
Ey, Digga, beruhig dich mal. Denkst du, ich lade das hier hoch, wenn du sowas erzählst, Alter? Nachher kommt da wirklich noch so eine Michelle an und sagt, ja, ey, der bedroht mich, der will mich aufschlitzen und so. Ey, das lade ich doch nicht bei mir hoch. Bist du bekloppt? Ich krieg doch eine Anzeige. Das ist mir doch latte, ob du eine Anzeige bekommst oder nicht. Das ist dein Kanal und nicht meiner. Das interessiert mich gar nicht, Digga. Du bist dafür verantwortlich, was du auf deinem Scheißkanal hochlädst. Und das ist mir verdammt nochmal latte, Digga. Und mach mich verdammt nochmal nicht so scheiße von der Seite an, Digga. Sonst geb ich dir eine Schelle. Ey, ohne Scheiß, du bist so ein kleiner Pisser, ich könnte jetzt sowas von in die Schnauze hauen, aber weißt du, an so einem kleinen Jungen wie dir mache ich mir die Hände nicht schmutzig, weißt du? Das überlasse ich lieber Elotrix, ja? Der hat ja sowieso noch eine kleine Rechnung mit dir offen, yo. Ey, was will Elotrix denn machen? Guck mal, ich hab ihm doch gesagt, er soll zu mir kommen, dann regeln wir das 1-1. Aber er kommt ja nicht, und weißt du wieso? Weil er Schiss hat, Digga. Und wenn er kommen würde, ich würde ihn so durch den Fleischwolf lappen, Alter. Ich würde den so zerbäschen, Digga. Woo! Okay. Weißt du was? Das alles hat keinen Sinn mehr. Hans-Lukas, das hier wird unser letztes Video sein, okay? Du kannst dir jetzt deinen eigenen Kanal aufmachen und da kannst du dann deine Videos machen, aber ich möchte dich auf meinem Kanal zukünftig nicht mehr sehen, okay? Du bist mir einfach zu negativ, okay? Du bist mir ein nicht positiver Junge. Du bist einfach negativ, okay? Pff. Denkst du, ich bin angewiesen auf deinen kleinen Kanal oder was? Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Seitdem ich Videos auf deinem Kanal mache, hast du so viele Abonnenten bekommen, Digga. Ich hab dich so gepusht durch meine Videos, okay? Digga, was du mit deinen 200 Videos erreicht hast, ist ja gar nichts. Ich hab 2 oder 3 oder noch mehr Videos gemacht, ungefähr 4 Stück, ja? Oder noch ein paar mehrere. Und dann hast du so viele Abonnenten bekommen, ohne Scheiß. Ich muss nur ein Video raushauen und schon hast du 5 Abonnenten mehr. Digga, wenn ich weg bin, ne, werden mir deine Abonnenten folgen. Naja, was heißt deine? Es sind ja sowieso meine. Okay, Digga, ich würde dir jetzt die Hand geben, aber so einem wie dir gebe ich nicht die Hand. Und deshalb gehe ich jetzt auch, Digga, aber ich habe das nicht mehr nötig. Mit so einem wie dir haust du rein, Digga. Tschüss. Scheiß Tür ist abgeschlossen. Scheiße. Arschloch. Tschüss. Du kommst nicht.